ey, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Hier ist jetzt gerade die Polizei vorbeigefahren. Und dann meinte er, ja, okay, ich schreibe euch jetzt ein Ticket. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Aktuell sind wir auf der Iberischen Halbinsel unterwegs und absolut fasziniert sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von Zielen im Inland. Seit gut 6 Wochen touren wir nun durch Portugal. Wir haben uns unter anderem die sehenswerte Hafenstadt Porto und die malerischen Paläste von Sintra angeschaut. Viele Nächte an einsamen, abgelegenen Stränden verbracht, von steilen Klippen auf das Meer hinausgeschaut und magische Sonnenuntergänge an der Atlantikküste erlebt. In der letzten Woche haben wir euch mitgenommen nach Alentejo, die Region südlich von Lissabon, und dort sowohl wunderschöne Traumstrände als auch spektakuläre Küstenabschnitte besucht. Im heutigen Video machen wir uns auf den Weg in Richtung Algarve, genießen das Rauschen der Wellen, gehen an der Küste spazieren, werden allerdings auch von Verbotsschildern aufgehalten und haben leider Ärger mit der Polizei. Los geht's! Guten Morgen aus Comporta, einem kleinen Ort an der Westküste Südportugals in der Region Alentejo. Diesen Ort, den Stellplatz, auf dem wir stehen, und vor allem die umliegenden Strände, die haben wir euch in unserem letzten Video schon vorgestellt, und wir bleiben dabei. Wir sind absolut fasziniert. Es ist für uns die ja mit Abstand schönste Region Portugals, die wir bisher bereisen durften. Es ist wirklich sehenswert, und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Es sind noch knapp 200 Kilometer bis runter zur Algarve. Wie weit wir heute kommen, wissen wir noch nicht, denn da liegen durchaus noch ein paar vermeintlich sehr schöne Strände dazwischen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht so super schnell unterwegs sein. Aber mal schauen, los geht's! Wir sind jetzt noch einmal ums Dorf rumgefahren, um uns hier den alten Fischereihafen anzuschauen. Der soll nämlich sehr sehenswert sein. Es hat irgendwie was Cooles, diese vielen verzweigten Stege. Es sind bestimmt 100 Stück, die hier links und rechts abgehen und an dieser Hauptlebensader zusammengeführt werden. Das ist irgendwie ganz cool. Hier hat jemand seine Hütte sehr, sagen wir, interessant dekoriert, aufwendig in jedem Fall, und spannende Details. So, weiter geht's. Übrigens, unser Problem mit dem Ladebooster, das haben wir jetzt in den letzten 2 Tagen noch nicht lösen können. Deswegen fahren wir jetzt mit offenem Elektrofach und der Löschdecke griffbereit. Hoffen wir, dass das hält, bis wir einen Ersatz bekommen und dass wir schnell einen Ersatz uns beschaffen können. Wenn ihr euch fragen solltet, wo die ganzen Störche im Winter sind, dann haben wir jetzt eine Antwort für euch. Hier. Weil wir stehen gerade in diesem kleinen Dorf und, also ungelogen, hier sind 30 Störche im Umkreis von 200 Meter. Ja, voll schön. Super viele Nester, voll. Ja, oh, der baut sein Nest gerade um. Ja. Wie ist das auf die Kamera? Oh. Also, du steh mal hier hin. Oh, den tue ich mal dahin, und jetzt ist das besser.
den muss ich noch darüber. Das wollte ich ja eh schon mal Mama machen. Wir sind jetzt am Praia de Alberta Nova, heißt er, glaube ich. Und hier ist es super schön. Wir haben gesehen, dass es hier eine Strandbar gibt. Mal sehen, ob die auf hat und wir hier einen Kaffee bekommen. Außerdem ist dieser Platz bei Park for Night markiert. Man kann hier wohl also scheinbar übernachten, zumindest hier auf diesem oberen Parkplatz, nicht auf dem unteren. Da steht auch, dass Wohnmobile auf dem unteren Parkplatz nicht erlaubt sind. Hier oben wird es aber wohl geduldet, wenn man kein Campingverhalten zeigt. Das können wir jetzt natürlich nicht bestätigen, weil wir ja hier nicht übernachtet haben, aber wenn ihr hier hinkommen wollt, ist es richtig, richtig schön. Ja. Hat leider zu. Ja, wir haben leider kein Glück mit dem Kaffee und bisher auch leider noch kein Glück, was Delfine angeht. Bisher hat sich noch keiner gezeigt, aber dafür haben wir Glück mit dem Strand. Der ist nämlich sehr schön und definitiv nicht wegen Überfüllung geschlossen. Und mit dem trotz Wetter. Wochenende. Ja, Wetter ist ein Traum. Ja. Wetter ist schon wieder ein absoluter Traum für Anfang November. Ja. Ist Wahnsinn, ist super. Wir genießen das hier noch ein bisschen und dann fahren wir gleich weiter. Ja. Nach Sines. Mhm. Ja, wir sind jetzt fix nach Sines reingefahren, aber nur um unsere Lebensmittelvorräte aufzustocken. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Lidl-Parkplatz. Ansonsten scheint die Stadt nicht wirklich sehenswert zu sein. Also ich habe selten so viele Fabriken und Pipelines um eine Stadt rum gesehen. Deswegen werden wir dann danach auf der anderen Seite direkt wieder rausfahren. Aha. Wir haben nicht viele Weihnachtstraditionen, aber wir versuchen jedes Jahr einen Adventskalender für uns jeweils zu kaufen. Und Tina hat gerade ein Kinder Bueno, das ist jetzt spiegelverkehrt, ne? Ja. Ein Kinder Bueno Adventskalender gefunden und Tina liebt Kinder Bueno. Das heißt, auch wenn wir erst Anfang November haben, ist die Wahl jetzt schon getroffen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viele Wohnmobile und Campervans hier doch auf den Strandparkplätzen stehen. Es macht ein kleines bisschen den Anschein, als könnte man hier vielleicht auch übernachten. Also vielleicht sind es auch nur Surfer, die jetzt irgendwie tagsüber hier sind. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ja. Man weiß nicht. Man weiß es nicht, ob man das machen sollte.
kleinen Fest mal. Guten Morgen! Wir sagen ja häufiger mal, dass wir irgendwo eine ruhige, angenehme Nacht verbracht haben, aber so ruhig wie heute Nacht war es, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Ja. Hier ist wirklich gar nichts, keine größere Straße in der Nähe, kein Wind, keine Kuhglocken, kein Meeresrauschen natürlich vor allem. Es ist einfach super, super ruhig. Nicht mal wirklich Vogelgezwitscher. Gibt's hier. Ich habe schon gedacht, da hinten sind so ein paar Kraftwerke, auf die man einen tollen Blick hat. Dass die ja die Luft verpesten und nicht mal Vögel hier sein wollen. Aber wie dem auch sei, wir hatten eine sehr schöne, angenehme Nacht. Wir sind gestern vom Strand aus noch so knapp 10 Minuten hier ins Inland gefahren und stehen jetzt an diesem Stausee. Ich weiß nicht, ob ihr den im Hintergrund sehen könnt. Hier gibt es mehrere mögliche Stellplätze. Da hinten stehen noch zwei andere Vans. Und ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und heute geht es weiter die Küste entlang. Und wir erreichen den schon im letzten Video genannten Naturpark Südostallentejo, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ja, ich sage es mal falsch, glaube ich. Der am besten erhaltene Küstenabschnitt Europas. Und es soll dort auch Otter geben. Mhm. Mal sehen, ob wir welche sehen. Wir haben uns eine kleine Wanderung oder einen kleinen Spaziergang rausgesucht im Grenzgebiet zur Algarve. Und das gucken wir uns heute mal an. Jo, weiter geht's. Los geht's. Wir sind hier gerade an einem Strand vorbeigekommen und der sieht richtig cool aus. Auf dem Parkplatz hier sind Wohnmobile verboten, aber wir haben uns jetzt hier trotzdem einmal kurz hingestellt, weil es gibt einfach weit und breit keine Alternative und das lohnt sich. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Und jetzt sind wir nur 5 Minuten weitergefahren und schon wieder am nächsten schönen Strand. Portugal, ich mag dich. Ach, sehr, sehr schön hier. Und das Wasser ist gar nicht so kalt, da könnte man fast drüber nachdenken, nochmal schwimmen zu gehen. Ich finde es vor allem interessant, wie hoch die Wellen da hinten sind, aber ja, wie flach es dann hier doch ausläuft. Ist, ganz cool.
Ey, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Hier ist jetzt gerade die Polizei vorbeigefahren. Und wir hatten ja hier nur 10 Minuten geparkt. Und da kam er vorbei und wollte unseren Pass und Autounterlagen sehen. Und hat gefragt, wie lange wir schon hier sind. Und ich habe gesagt, 10 Minuten. Und dann meinte er, ja, okay, ich schreibe euch jetzt ein Ticket. What? Na, dann habe ich gesagt, okay, ich kann beweisen mit Videomaterial, dass wir hier nicht übernachtet haben, dass wir vor 10 Minuten noch woanders waren. Und dann sind sie wieder gefahren, aber ja. Waren nicht so wirklich freundlich. Nee. What? Und die anderen Camper hier haben sie fotografiert? Ja. What? Also, ich meine, ich verstehe ja, dass sie was gegen Camper haben, aber... Also gegen die Camper, die hier irgendwie ihren Dreck hinterlassen. Aber was soll das denn? Guck mal, stell dir vor, wir hätten das nicht gefilmt und so. Dann hätten wir das... Also ich meine, er wollte das nicht sehen. Er hat uns das jetzt auch so geglaubt. Nee. Aber was soll man denn da machen? Ja. Ja. Okay. Wow. Ah, und hier ist übrigens kein Parkverbot für Wohnmobile. Nee. Nur zur Info. Das ist hier erlaubt. Ja. Ja gut, wir fahren mal weiter. Und jetzt sind wir einmal um die Ecke gefahren und jetzt sind hier Straußen, Zebras und Büffel auf einer Wiese. Was das auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Fühlt sich ja fast so an, als seien wir zurück in Südafrika auf Safari. Natürlich mit dem sehr entscheidenden Unterschied, dass die Tiere hier eingezäunt sind. Ja, warum sie hier eingezäunt sind, wissen wir immer noch nicht. Hier ist kein Schild oder irgendwas. Ja, aus unserer geplanten Wanderung wird hier nichts. Weil schon mehrere Kilometer ja, vor dem Parkplatz an der einzigen Zufahrtsstraße sind hier Wohnmobile verboten. Und wir sind hier, ja, wir sind noch nicht an der Algarve, aber ein paar Kilometer von hier ist die Algarve. Ja. Na, hier der Fluss ist die Grenze. Ja, der Fluss, ja. Wir sind jetzt am Rande eines kleinen Ortes, den wir euch hier gerade einblenden, denn den kann ich auf gar keinen Fall richtig aussprechen. Aber es ist super schön hier. Also hier ist so ein Fluss, der da hinten ins Meer führt und vor allem dieser Fluss und das Tal, wo der durchfließt, sind super, super schön. Auf der anderen Seite ist der Parkplatz, wo wir eigentlich ja, gerne hin wollten, um von da aus zu wandern. Das geht jetzt nicht. Wir können auch nicht in das Dorf selbst, denn... Ja, ihr könnt es euch vielleicht denken, Zufahrt für Wohnmobile verboten. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir am Straßenrand irgendwo was finden und dann zu Fuß reingehen. Jetzt dazu entschieden, erstmal spazieren zu gehen und dann gehen wir runter ins Dorf, suchen uns da eine kleine Bar für einen Sundowner. Ja, los geht's. Los geht's. Ja, das ist ein Schild, mit dem kann ich was anfangen. Das finde ich ja in Ordnung, aber. Einfach ein generelles Parkverbot für Wohnmobile auch tagsüber. Ich finde, gehört sich einfach nicht, weil, also zumindest auf Parkplätzen, wo auch Platz ist. Wie viele Kilometer hast du in den Beinen heute? 100. 100 Kilometer? Ja. Sehr, sehr schön hier. Ja, wo sind die Otter? Die sollen uns mal zuwinken. Ja. Finde ich auch.
Wir sind hier übrigens gerade unterwegs auf einem Teilstück des Fischerweges. Das ist ein zusammenhängender Wanderweg von über 400 Kilometern Länge durch Portugal und der ist aufgeteilt in ja, Tagesetappen und zwischendurch gibt es immer mal wieder auch so Rundwanderwegsoptionen. Und ja, auf so einem Teilstück sind wir gerade unterwegs. Der Weg ist super gut ausgeschildert, also alle paar Meter steht so ein Schild, dass man noch weiß, dass man richtig ist und sehr, sehr sehenswert auf jeden Fall. Und bis vor 2 Wochen wussten wir gar nicht von der Existenz des Weges, bis wir von jemandem von euch darauf hingewiesen wurden. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, leider, aber nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp. Und mal schauen, wenn die Abschnitte alle so aussehen, dann hätte ich auf jeden Fall Lust, da nochmal ein paar mehr Kilometer von zu laufen. Nach dem tollen Tag und Abend an der Küste sind wir für die Nacht wieder ein Stück ins Inland gefahren. Vor allem, um aus dem Naturpark rauszukommen, in dem das Freistehen nicht nur verboten ist, sondern seit einiger Zeit auch streng kontrolliert wird. In einem Wald bzw. einer Eukalyptusplantage nur 10 Minuten vom Meer entfernt, haben wir einen geeigneten Platz gefunden. Hier ist sehr schön und bestimmt besser als an der Küste. Ja, glaube ich auch. Sehr schön, wie das alles rosa leuchtet. Das sieht passend angezogen, ne? Hier haben wir eine sehr ruhige Nacht verbracht. Und da es uns so gut gefallen hat, sind wir gleich auch noch den nächsten Tag und eine zweite Nacht geblieben. Wir sind sehr gespannt, wie die Stellplatzsuche nun an der Algarve ausfallen wird. Vor allem freuen wir uns aber auf die Strände, Küstenabschnitte und Postkartenmotive, für die Algarve so bekannt ist. Ob wir da mit dem Camper hinkommen oder vorher von Durchfahrtsverboten aufgehalten werden, berichten wir euch beim nächsten Mal. Dieses Video beenden wir hier nun. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Grüße aus Portugal und bis zum nächsten Mal. Hier sehen wir eine wilde Tina, wie sie in ihr Winterfederkleid wechselt. Das ist für wilde Tinas nicht so einfach. Der Protest, der kann manchmal sich über mehrere Stunden hinweg ziehen. Sie verletzen sich auch manchmal dabei. Logistisch auch schwierig. Wenn du Hilfe brauchst, hast du Bescheid, ne? Nein. Wunderschön!